Ich frage mich, wenn ich jetzt von hier, wenn ich nach Betara gehe. Ah, zum Glück ist hier leer. Ah, zum Glück ist. Ach, oh, Gott sei Dank. So viel Seelenheil. Ahaha. Okay, hier ist Betara, ne? Und wir müssten irgendwie versuchen, hier hinzukommen. So. Ich guck erstmal. Ich renne erstmal ganz kurz hier rum und dann. Ach, naja, klar. Aber ist egal, ist ja nur einer. Keine Ahnung, wahrscheinlich übersehen letztes Mal oder. Eine Truhe ist hier auch noch. Hä, was war das denn jetzt? Ich konnte gerade nicht mehr angreifen. Der hat einen Schrimp gemacht und ist aber runtergefallen. Hä? Was war denn das? Duse Schrimp. Okay. Das war die Truhe hier, ne? Schwer. Oh Gott. Eins, zwei. Oh, okay, das ist es offenbar nicht. Eins, zwei. Okay, wop, 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 wop. Die haben mal Spaß gemacht. Die haben mal, ich erinnere mich, die haben mal Spaß gemacht. Och, fuck you. Ja, ist offen. Wow. Naja. Sachen lohnen sich zumindest ein bisschen, aber. Okay, immerhin können wir es jetzt von der Karte tilgen. Weg damit. So. Okay. Kriege ich hier oben Frost-Damage oder kann ich da oben landen? Hä? Hä? Wieso kriege ich dann weiter permanent Frost-Damage? Ah. Aber ist das nur Frost oder ist das auch Gift dann? Okay, wird immer noch mehr. Und sonst kann ich nicht irgendwo nach oben? Vielleicht. Warte. Auf das Ding kann ich doch bestimmt drauf, oder? Hier gibt es doch bestimmt keinen Frost-Damage. So. Und wir müssen in diese Richtung, richtig? Und da vorne kann ich nicht hin. Ich habe gespeichert. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Shit. Geht sofort los. Da ist der Damm. Ja. Okay. Körper! Scheiße, Wasser verfehlt. Okay, ist aber egal. Wir kriegen das hin. Wir müssen uns gegen Frost bandagieren. Und zwar, ich glaube, die Maske bringt ja herzlich wenig, ne? Ich wünsche, wir hätten so einen schönen Ohrhut oder sowas, eine Schapitschka, aber Rüstung, nur Resistenzgift.
Gibt keine Kopfbedeckung gegen Frost und leider auch kein Mäntelchen dagegen. Das hier gibt es, Resistenz Frost 20. Und bestimmt auch irgendwo, was macht das hier eigentlich? 300, plus 300 Gesundheit, oh. Eisenlunge. Lädt sich schneller auf, schneller laufen. Regeneriert eine Zeit lang die Lebensenergie. Aber haben wir plus 300 Gesundheit instant oder haben wir insgesamt plus 300 Gesundheit dann? Das wäre meine Frage. So. Resistenz Frost. Quickslot auf die 4. Wir kennen das Spiel. Ja, guck mal. Ich probiere mal. Das geht nicht lange gut. Da ist sogar ein Gebäude. Das ist doch der... Ist das der... Da hat doch Herbert, oder? Hat er nicht Herbert seine Show gehabt? Und das war der riesige... Guck mal, hier ist der Damm. Alter, wie cool. Warum ist das denn alles, warum ist das alles nicht drin? Warum ist das denn alles nicht im Spiel? Ich meine, es ist ja drin, aber es ist nicht drin. Warum? Oh, ich will da hin, aber... Gibt es nicht eine Mod, mit der man Frost ausstellen kann? Irgendeine Mod, mit der man da unbeschadet rumfliegen kann, nur zum Gucken? Das wäre irgendwie voll geil. So, haben wir sonst noch... Ich glaube, ansonsten haben wir aber alles gemacht und alles getan. Ich schaue eben noch mal ganz kurz im Log die letzte Frist. Nee, da gibt es tatsächlich noch jemanden. Da müssen wir noch mit jemandem reden. Und zwar mit... Hä, mit Nyra? Haben wir doch schon. Haben wir doch schon, oder? Aber mit Nyra hatten wir doch schon geplaudert. Hä? Nyra! Nyri! Hallo Nyrilein! Lauf doch nicht weg! Guten Tag! Jetzt, wo die größte Bedrohung eingedämmt ist, sollten wir da nicht die Technologie der Skyans auseinandernehmen? Hm? Tu dir keinen Zwang an. Das kam mir jetzt ein bisschen zu schnell. Wo ist der Haken? Unser Volk könnte diese Weiterentwicklung der Transformatoren der Skyans gut gebrauchen. Der Wiederaufbau des Planeten sollte für alle und nicht nur für die Alps auf dem Plan stehen. Hm. Niemand weiß, die Dinge besser zu ordnen und wieder in die Spur zu bringen als das Volk der Alps. Sicher. Ich werde mich an die Arbeit machen, sobald die Sachen hier erledigt sind. Oh, was? Technologisch fortgeschritten, zivilisiert und mit einer Million Bevölkerung war Magalan einst ein zukunftsträchtiger Planet. Doch das alles war, bevor der Meteorit einschlug. Adam, er sollte sich als Dr. Adams Charles Dawkins, alles der Hybrid im Puppen, die zentrale Figur im damaligen Krieg der Alps gegen die freien Menschen. Mhm. Dieser halbe Mensch wurde aus der Hybridmaschine entfernt und reanimiert. Viele fragten sich, welche tatsächliche Intention hinter seiner neu entdeckten Fürsorge für die Menschheit steckte. Jetzt wissen wir es ja. Ich lese sehr schnell, damit ich es noch schaffe. Aber ich habe offenbar ein bisschen mehr Zeit. Der alte Mann hatte ungewöhnlich viele Kenntnisse über die Skyans. Mist, der eigentliche Urheber der Cassandra-Mission bezweckte mit ihrem Grunde nur sein Leben zu verlängern. Er stellte damit sein Streben nach ewigem Leben übers Wohl der Menschheit. Ich habe einen verpasst, leider. Jax glaubte fest daran, dass er diesen Verräter an der Menschheit wiedersehen würde. Er nahm sich vor, bei diesem Ereignis besonders gut vorbereitet zu sein. Kaya, stärkste Kampfmagierin der Berserker und Mutter von Jacks Sohn. Als starke Feldherrin ihrer Truppen befand sie sich auf einer Art Kreuzzug gegen ihre Feinde. Schlussendlich wandelte sie sich vom Schrecken für jedermann zur strahlenden Leuchtfigur, eine übermenschlich starke Kampfmagierin, die ihre Geschicke für alle Menschen einsetzte. An der Seite von Jacks, ihrer großen Liebe, konnte sie mit ihren starken magischen Kräften helfen, seine Ziele in die Tat umzusetzen. Nyra, hochbegabte Technikerin der Alps, immer wenn sie das Elex absetzte und es emotional wurde, wurde sie extrem facettenreich und unvorhersehbar.
Eine sehr hilfreiche Partnerin, denn sie war sehr gut geschult und clever in der Kriegsführung gegen die Feinde ihres Volkes. Vor allem gegen die freien Menschen. In ihrer Zwangspause hatte sie viel Zeit, über sich und ihr Volk nachzudenken. Zweifel überkamen sie über die Beweggründe mancher Alps. Das sollte ihr Geschick noch nachhaltig beeinflussen. Sie musste überzeugt werden von der Richtigkeit, zusammen mit den anderen freien Menschen gegen die Skyans vorzugehen und bei den Rebellen zu bleiben. Und das haben wir, glaube ich, auch geschafft. Ihre Liebe zu Jax verbarg sie in ihrem Inneren, so wie sie es von ihrem Volk immer gelernt hatte. Oh nein, Nyra, warum? Jax. Er geriet wieder in einen Strudel von Ereignissen, der am Ende zu einer alles bestimmenden Entscheidung für Magallan führen sollte. Durch seine Unterstützung der schöpferischen Kräfte Magallans nahm das Mana seine Arbeit erst richtig auf. Die Welt wurde immer reichhaltiger mit Leben gefüllt. Aber was mit den Mutanten? Dadurch vermehrten sich leider auch die Mana-bedingten missgebildeten Gestalten wie Verloren und Unholde, der hohe Preis für Jax schöpferische Kraft und dieses Elex-Derivat. Niemand konnte mehr die Annäherung der Singularität ignorieren, welcher die Urquelle aller großen Ereignisse der letzten Jahre war und Magallan für immer in den Grundfesten verändern sollte. Magallans Uhr fing an zu ticken. Die letzte Frist dieser Welt schien abzulaufen. Crony. Diese Kampfdrohne gehörte zu seinem Herren Jax und hatte schon seit seiner Zeit als Commander der Alps viele treue Dienste geleistet. Ach, die alte Cola-Dose, ich mag die. Ihre Programmierung sah stets vor, dass sie fremden Völkern gegenüber sehr skeptisch, analysierend oder feindlich gegenüberstand. Eine sehr effektive kleine Kampfmaschine, die sofort jeden töten wollte, der seinem Herren gefährlich wurde, zu 100% loyal und der treueste Gefährte, den man sich wünschen konnte. Bully, dieser Ganove war bei den Outlaws aufgewachsen und glaubte an ihre Ziele. Als Vollstrecker unterstand er dem Duke und schützte den Krater. Der Duke von Arteris wollte Bully schlussendlich ans Leder, eine Sache, die Bullys Weltbild und seine Loyalität zum Duke erschüttern sollte. Falk. Er ist kein Mensch, sondern ein Cyborg, der im damaligen Ignadon von einem verrückten Wissenschaftler gebaut wurde, um den Klerikern als Prototyp im Kampf gegen die Alps zu helfen. Sein Bestreben, ein Mensch zu werden, führte ihn auf viele Irrwege. Doch eigentlich ist Falk ein netter, höflicher Kerl auf seinem Weg, die menschlichen Verhaltensweisen zu erlernen. Der Cyborg erlernte über 100 Arten, einen Menschen zu töten, doch merkte man ihm das kaum an, da er vornehmlich neugierig und freundlich erschien. Eine explosive Mischung. Oh ja. Seine Unfähigkeit, Emotionen zu entwickeln, machte ihn brandgefährlich. So kam nach und nach seine zerstörerische Seite zum Vorschein. Vardek. Der Verräter Vardek, Jacks Vater, war seit dem Krieg gegen die Alps über alle Berge verschwunden. Die einen munkeln, er sei tot, die anderen schworen, ihn gesehen zu haben. Es stellte sich heraus, dass er tatsächlich noch lebte. Gerüchten zufolge sollte er eine wichtige Rolle im Krieg gegen die Skyans spielen. Und unser Bruder? Die Beweggründe seiner Taten im Krieg gegen die Alps und auch in seiner Vergangenheit hatten offenbar stets viel mit seiner Angst vor dem kalten Elix-Entzug zu tun gehabt. Später jedoch erwies sich dieser störrische alte Mann als wahre Hilfe im Krieg gegen die Skyans, eine Wendung, die viele Menschen sehr überraschen sollte. Logan. Nachdem der ehemalige Duke von Tavar von seinem Thron gestoßen wurde, verbitterte er und floh in die Ruinen der südlichen Küste von Caracas. Upsi. Das Zusammentreffen mit seiner Zwillingsschwester Nasty war weniger herzlich, als man hätte annehmen sollen. Was ist da passiert? Der Krieg gegen die Skyans wurde entschieden, jedoch hatte Logan nur ein müdes Lächeln dafür übrig. Ihn interessierten nur die weltlichen Dinge. Der war doch da gar nicht mehr dabei. Am Ende war er nicht mehr als Rattenfutter. Diesen Halunken sollte am Ende niemand mehr wirklich vermissen. Nasty, der biologische Zwilling von Logan, dem ehemaligen Duke von Tavar, ein extrem brutales und bösartiges Frauenzimmer. Ihre Gemütsschwankungen waren legendär. Am Ende stand sogar Jax selbst auf der schwarzen Liste dieser gefährlichen Frau. Dass Jax keine gemeinsame Zukunft mit ihr haben wollte, konnte sie letztendlich gut wegstecken. Sie hatte schließlich noch eine Menge anderes verrücktes Zeug auf ihrer Agenda.
das vor. Der schlitzohrige Outlaw Red hatte sich durch ein verwirrendes Intrigenspiel zunächst zu einem Hauptmann und später zum Statthalter des Forts der Berserker hochgearbeitet. Reds Beziehung zu Jax war oft angespannt, doch war er für Red eine willkommene Option, die Probleme seiner Stadt in den Griff zu kriegen. Jax, den viele nur als die Bestie von Xarkor oder den Außenseiter kannten, sollte schlussendlich als der Berserker in die Geschichte eingehen, der den Krieg gegen die Skyens beendete. Red empfand fast schon Dankbarkeit gegenüber Jax für die Tatsache, dass sein Fort nach dem Krieg gegen die Skyens immer noch stand. Fox. Dieser junge Berserker stieg sehr viel schneller zum Krieger auf als jemals ein anderer vor ihm. Trotzdem bekam er von vielen Berserkern das Prädikat schwer zu bändigen, ein Fuchs unter Wölfen. Viele merkwürdige Dinge verlangte dieser Gefährte von Jax. Obwohl er schon viel Seltsames hinter sich gebracht hatte, waren Fox Vorhaben eine ganz besondere Herausforderung für ihn. Seine familiäre Situation war schon außergewöhnlich tragisch. Jax ließ sich dazu hinreißen, ihm dabei zu helfen, diese schwerwiegenden Probleme zu lösen. Hammer, ja, natürlich, war es ein Freund. Am Ende hatte Jax es tatsächlich geschafft, Fox Familie wieder zusammenzuführen. Fox sollte ihm auf ewig dankbar dafür sein. Na, ich hoffe, da kommt bei Elix 3 wieder vor, ne? Die Burg. Hagen, der Statthalter der Klerikerburg, hatte nach der Vertreibung aus dem Hort alle Hände voll zu tun, alles am Laufen zu halten. Es geht aber eine ganze Weile. Hagen stand zwischen zwei starken Gruppierungen innerhalb der Burg, wollte aber stets, dass sich die Anhänger des Glaubens und der Wissenschaft miteinander versöhnen. Hagen fand eine Menge lobende Worte für Jax' große Taten im Marakor und für die Rettung der Menschheit, wenn sie auch noch auf tönernen Füßen stand. Das ist gut. Tialk, ein Warlord der Berserker mit außerordentlichem großem Talent in der Menschenführung und der Kriegskunst. Unser Freund Tialk. Es gab keinen besseren, den Jax für die Führung der Bastion der sechsten Macht hätte finden können. Unermüdlich versuchte er, alle Widrigkeiten für die sechste Macht aus dem Weg zu räumen. In den meisten Fällen war er damit auch sehr erfolgreich. Als Anführer der Truppen der Bastion und ihrer Partner führte er sie in die große Schlacht gegen die Skyens in ihrem eigenen Land Marakor. Eine wahrlich heldenhafte Tat. Er konnte am Ende des Krieges nur sich selbst und Jax gratulieren. Gemeinsam hatten sie Großes vollbracht, auf das er sehr stolz sein sollte und auch konnte. Reinhold, ein Judikator der Kleriker mit Leib und Seele. Sein strenges Auge blickte immer auf das Wohl der Menschen und auf den Fortbestand dieser Spezies. Für ihn endete mit der letzten großen Schlacht gegen die Skyens ein besonders dunkles Kapitel der Menschheit. Er traute sich wieder, einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft zu werfen. Victor, dieser besonders brutale Feldherr der Morkons, besaß unvorstellbare Kampfkraft, die er seit seiner Jugend und allein mit seinem Bruder Oleg in den Katakomben von Thompsontown erlernt hatte. Er hinterließ Tod, Verderben und verbrannte Erde auf seinen zerstörerischen Feldzügen durch die Länder. Den werden wir noch wiedersehen, glaube ich. Und hoffentlich kaputt schlagen. Entschuldigung. Für ihn war es fast so, als hätte Jax die Armee der Skyens im Alleingang erledigt. Eine Leistung, die dieser zerstörerische Patriarch nur bewundern konnte. Hä, der hat uns doch gehasst dafür. Allerdings wusste er auch, dass damit ein Großteil der Menschheit gerettet wurde. Und das konnte er nicht gutheißen. Es kam zum Kampf mit Jax. Baxter. Der Duke von Arteris ist in seinem Leben oft herausgefordert und gejagt worden. Daher wurde er über die Jahre paranoid und hielt sich im Hintergrund. Darum installierte dieser Räuberhauptmann einen Strohmann als Statthalter im oberen Distrikt. Er selbst hielt sich inkognito in einer Hütte der unteren Distrikte auf. Die Freude über das Ende des Krieges gegen die Skyens hielt sich bei ihm in Grenzen. Ihn interessierten ja meist nur die lukrativeren Dinge. Der Krater. Hector, der ehemalige Anführer der Diebesgilde, gehörte zum Gefolge des Dukes von Arteris und führte für ihn das Hauptquartier der Outlaws im Krater des Meteorits. Hector war kein Freund von unnötiger Gewalt, wendete sie aber an, wenn die Sicherheit seiner Leute im Krater gefährdet war. Seine größte Sorge nach dem Ende des Krieges gegen die Skyens war, dass er nie wieder seinen Thron würde verlassen können. Oh, der Arme. Ekrom. Als Elexator der Alps von Ignadon, als Kundschafter streifte er oft durch die Länder, von Magalan und beobachtete strategische Stellungen seiner Feinde, um ihn immer voraus zu sein. Wie mächtig er wirklich war, blieb im Verborgenen. Jeder, der ihn traf, machte einen großen Bogen um ihn. Man konnte ja nie wissen.
Auch wenn er kein großer Befürworter von Jacks Entscheidung im Krieg gegen die Skyens war, hielt er generell Anerkennung für Jacks Leistung in Marakor für durchaus angebracht. Die Grotte. Das Hauptquartier der Morkons bildeten die Schächte der alten Ruinenstadt Thompsontown. Die religiösen Fanatiker erschufen dort unten einen Tempel der Schmerzen für ihren bösen Gott. Bahadur, der Bewahrer des Stillstands, führte die Grotte mit Folter und Abschreckung. Er fühlte sich in der Rolle des Kampfrichters am wohlsten, wo er viele Menschen leiden sehen konnte. Auch nach dem Krieg glaubte er immer noch, dass die übrig gebliebenen Morkons schlussendlich über alle anderen obsiegen und ihn das Fürchten lehren würden. Für Jacks Leistungen hatte er selbst nach der Schlacht von Marakor wenig lobende Worte. Im Gegenteil, diesem Nihilisten konnte man es nicht recht machen. Das Depot. Azog war ein sehr akkurater und gewissenhafter Statthalter des Hauptquartiers der Alps. Selten gab es etwas, das ihm nicht gelang. Azog war ein Verfechter der neuen Direktive und er ließ den Befehl an seine Agenten, diese angepassten Regeln der Alps in seinem Namen durchzusetzen. Er begrüßte das Ende des Krieges, da man sich jetzt ganz der neuen Direktive hatte widmen können, eine Aufgabe, die ihn voll ausfüllen sollte. Glaube ich sogar. Das war weird. Irgendwie fehlte da Musik und irgendwie ging das ganz schön lange und irgendwie war kein Sprecher da. Also wir haben jetzt mit allen geredet und dann kam dieser Abschluss halt nochmal. Okay, und offenbar ist ja alles... Ja, offenbar ist alles tippitoppi, ne? Ich glaube, wir können es jetzt wirklich dabei belassen. Ich will aber vorher nochmal schlafen gehen. Ich will es nicht bei Nacht beenden. Obwohl es cool aussieht. Aber weißt du was? Wir beenden es bei Nacht. Und zwar... Oh, ich liebe diesen endlosen Jetpack. Crony. Super lieb, aber, Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. So nämlich. Da haben wir den Donut und, die Singularität. Ja, das war's jetzt also endgültig mit Elex 2. Ich glaube, wir haben alles geholt, gemacht, getan. Vielleicht versteckt sich noch irgendwo ein NPC vor uns. Vielleicht liegen noch irgendwo Items rum. Und ich weiß auf jeden Fall, sehr, sehr viele Gammeldönerwesen werden noch sehr viele andere Teleporter belagern. Aber belassen wir es dabei. Das wäre jetzt einfach nur noch Gemetzel und Gemetzel und Gemetzel. Das ist nicht so. Das bringt dann auch nicht mehr so viel. Und ich weiß auch nicht genau, was wir alles in Elex 3 übernehmen können. Ich schaue nochmal einmal ganz kurz. 11 AP haben wir noch. Ah, ist ja schön. Gönnen wir uns nochmal. Muss ich so belassen, weil dann haben wir hier alles schön. Sieht gut aus. So, übernehmen. Schön. Schöne Stats. Fähigkeiten alle mitgenommen. Quests alle mitgenommen. Nebenquests alle mitgenommen. Ich glaube, es ist okay. Ich freue mich auf Elex 3. Bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe, das Beste aus Elex 2 wird übernommen. Und das Beste aus Elex 1 auch. Ich finde, das Worldbuilding und die Lore ist in Elex 1 besser gelungen. So, das ist es halt. Das fuchst mich ein bisschen. Und ich tue mich wirklich schwer dabei, hier so eine mündliche Rezension aus dem Stegreif zu halten. Weil es ist kompliziert. Es ist etwas komplex. Man müsste ja Elex 2 eigentlich mit dem ersten Teil vergleichen. Ich will es nicht mit anderen Spielen vergleichen, sondern eigentlich nur mit dem Vorgänger. Und Elex 2 macht schon vieles richtig. Aber vieles hat der Vorgänger auch besser gemacht. Muss ich leider sagen. Und alles, wo ich denke, dass es der Vorgänger irgendwie besser gemacht hat, kommt mir so vor, ich weiß es natürlich nicht, ich kann es halt auch nicht sagen, als hätte man vielleicht noch ein, zwei Jahre ruhig weiterentwickeln können. Ich weiß natürlich, ne? Ich weiß, es wurde langsam Zeit und der Abstand, ich glaube 5 Jahre war das auch seit Elex 1, ne? Und man hat auf jeden Fall viele, viele technische Neuigkeiten hier hingelegt. Zum Beispiel Lippensynchronizität. Lippensynchron. Ne, die Gespräche sind alle lippensynchron. So. Und das ist technisch erstellt und nicht irgendwie künstlich oder sonst irgendwas, sondern wirklich funktioniert auf technischer Ebene. Und soweit ich weiß, sehen die Charaktere diesmal auch deswegen so plastisch aus. Ne, also die Charaktere im ersten Teil haben mir auf jeden Fall viel besser gefallen. Im zweiten Anfang sahen die alle aus ein bisschen wie Barbie-Puppen und so ganz komisch.
mit dem leuchtenden Zähnen und alles. Jetzt aber. Ja, Entschuldigung. Aber ich glaube, das ist einfach der technischen Entwicklung geschuldet. Und man hat sich auch dran gewöhnt. Inzwischen sehe ich das nicht mehr. Und ich glaube, ich verstehe auch, dass man es vielleicht bei der Entwicklung nicht gesehen hat oder so. Aber wenn man gerade aus Elex 1 gestolpert kommt, wo alle Charaktere so rau und ruppig aussehen, und dann kommst du hier rein und die sehen alle aus wie ein Deo-Stift. Guck mal, die makellose Haut da oben. Ja, das war eine ganz komische Umstellung. Aber auf jeden Fall, ne, wie gesagt, Elex 2 hat sehr viele schöne Neuerungen drin. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade diese technischen Sachen viel Zeit gekostet haben oder viel dieser 5 Jahre gefressen haben und vielleicht deswegen auch nicht mehr so viel für, ich weiß nicht, für... Ja, es gab schon viele Details, aber Elex 1 war detailreicher und man kennt es von Piranha Bytes eigentlich. Das Problem ist, die haben sich die Messlatte selber so hochgelegt, ja. In diesem Teil, in Elex 2, waren auch viel weniger... interessante Gebäude. Es gab ein paar geile Gebäude, gerade in Thompson Town, das fand ich ganz nice und vor allen Dingen den Touch mit der Stadt, mit dieser kaputten Stadt, habe ich geliebt. Aber ich hätte gern noch mehr erforscht da. Man konnte ein paar Sachen begehen, aber gefühlt wenige. Ne, und zum Beispiel gab es in Elex 1 die Schnapsbrennerei, ich erinnere mich noch und so weiter und so fort, das waren alles verwinkelte Häuser mit mehreren Etagen, wo man immer mal wieder hier was gefunden hat, da was gefunden hat, nach oben laufen, nach unten laufen. Dann waren da noch irgendwelche Monster auf den Gängen, die einen plötzlich überrascht haben. Und in Elex 2 waren dieselben Häuser plötzlich einfach einstöckige Fabrikhallen. Das war einfach nur noch ein großer Raum. So, der über 3 Etagen ging, aber ohne Etagen, sondern einfach nur offen. So, da war, ne, es gab nur Erdgeschoss, mehr war da nicht mehr. So, das war sehr, sehr oft gefühlt. Und das ist ein bisschen schade, weil eigentlich Piranha Bytes, wie gesagt, haben sich die Messlatte selber so hochgelegt mit dieser Detailverliebtheit. Und das habe ich hier ein bisschen vermisst. Es war schon da, ja, es war auf jeden Fall schon da, ich will das auch gar nicht negieren. Aber nicht in der Hülle und Fülle, wie man es eigentlich, gewohnt war vielleicht. Gewöhnung ist auch ein doofes Wort, genau wie Erwartung, aber, ne, so. Ansonsten, wie ich sag's immer wieder gerne, das Spiel hat einfach Spaß gemacht. Obwohl ich hier und da geflucht habe, obwohl natürlich zahlreiche Bugs und Bibapo und lalala. Es spielt einfach keine Rolle. Piranha Bytes zieht ein bisschen gleich mit Bethesda. Du siehst die ganzen Bugs und du siehst halt, ne, und da gibt's auch immer mal wieder ein paar Schwächen und so, hier und da, vielleicht auch grafisch oder bla, keine Ahnung. Wobei Elex 2 schon sehr nice aussah. Zuweilen, haben wir jetzt gerade die letzten Folgen ein bisschen gesehen, wo wir rumgeflogen sind. Das hat schon sehr, sehr schöne Momente und sieht teilweise auch sehr geil aus, keine Frage. Hier aber im zweiten Teil gefühlt auch sehr oft sehr karg. So, weiß ich nicht. Obwohl, war Elex 1 karg? Das kann ich gerade nicht sagen. Elex 1 hatte ja auch viel Wüste. Ich bin aber nicht der Wüstenfreund. Ich mag es immer gerne grün. Gut, auf jeden Fall. Das soll es gewesen sein. Ich freue mich persönlich auf Elex 3. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Habe ich ja schon gesagt, ich weiß es nicht. Das Ende von Elex 2 war im Grunde genommen wie das Ende von Elex 1. Oha, du hast den Endboss besiegt, aber das war ja gar nicht der Endboss, weil da kommen neue Feinde. So, im Grunde genommen ist das so das Ende. So, und dann freue ich mich schon im dritten Teil, wenn wir grünes Elex haben. Bin sehr gespannt. Ne, lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Und vor allen Dingen, ich bin gespannt, was es noch mit diesen Stimmen im Elex auf sich hat, ob diese Singularität vielleicht wirklich eine Lebensform ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Lore im dritten Teil bisschen weiter ausgebaut wird. Bisschen deeper noch. Weil in Elex 1 war das Worldbuilding geil. Und du hast überall Zettelchen gefunden mit allen möglichen Geschichten und so weiter. Das war hier ein bisschen weniger in Elex 2. Und ich hätte mir gewünscht, dass in Elex 2 so, dass die ganze Welt noch ein bisschen mehr ausgebaut wird. Jetzt nicht vom Map-Building her, sondern wirklich so von Geschichten her, Zettelchen, Sachen, die man erfährt, teilweise auch über die Vergangenheit. Weil alles, was wir aus Elex 1 wussten, ist jetzt der Stand der Dinge und wir haben nichts dazugelernt, was damals passiert ist. So, also wirklich rein gar nichts. Und das ist ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch mehr über die Vergangenheit von Magallan erfahren auch. Wie es weitergeht, werden wir erfahren. Naja. So. Sehen wir uns wieder, hoffentlich bei Elex 3. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommt. Und ich hoffe, dass die technischen Errungenschaften dann soweit stehen und man sich wieder mehr auf den Inhalt fokussieren kann. Da würde ich mich freuen. Die größte Schwäche von Elex 2 war meiner Meinung nach leider das ewige Rumgekloppe. Am Ende die Quests waren wirklich nicht schön.
So, geh hier hin, töte 30 davon, geh hier hin, töte 50 davon. Das, und dann nicht nur töte 50 davon, sondern auch noch mit doppelten HP und bla bla bla. Das war nicht schön. Das ist, sei mir nicht böse, das ist leider faules Quest-Design. Ich verstehe, wenn da Leute angreifen, oh, ich muss husten. Entschuldigung. Ich verstehe, dass die Skynes natürlich angreifen und du hast auch Schlachten. Aber das war einfach, das ging schon sehr auf den Sack. das hätte man sehr viel interessanter gestalten können eigentlich. Ne? Also erste Chapter war super nice, weil wir haben alle Nebenquests gemacht und dann alle Quests, die wir hatten. Die nächsten von Chapter zu Chapter oder von Passus zu Passus wurden es immer weniger Story-Quests und immer mehr draufschlagen. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Das war, finde ich, der schwächste Teil. Und auch ein bisschen, aber vielleicht, ich weiß nicht genau, ob das Endgame ist, keine Ahnung, dass jetzt über diese Viecher aufgetaucht sind, was am Ende heißt, noch mehr kloppen. Ich glaube, es war gut gemeint, dass man dann so sagt, okay, die Berserker haben gewonnen, aber oh weh, wenn die Berserker gewonnen haben, dann haben sie jetzt plötzlich von heute auf morgen der Welt ihren Stempel aufgedrückt, weil es ist jetzt keine Zeit vergangen, weißt du? Es ist jetzt nicht so, dass jetzt war 2 Jahre später, sondern es wäre direkt am nächsten Morgen oder direkt nach der nächsten Schlacht oder direkt nach der Endschlacht, waren ja alle Viecher plötzlich zu Hunderten überall. Und die Frage ist auch, wo kamen die überhaupt her? So, gibt es irgendwo eine Fabrik oder sonst irgendwas? Die sind ja zu Hunderten übers Land hergefallen. Also, und die sind ja überall auf einmal. Die haben eine bessere Kriegsführung als die Skyans. Also, sehr, sehr merkwürdig. Aber ich glaube, es war gut gemeint, noch so als Endgame-Content hinterher. Dass man noch ein bisschen was zu tun hat, ein bisschen was zu schnetzeln hat. Aber das Problem ist, man kam gerade erst aus diesen ganzen viel zu übertriebenen Schnetzeleien. Und dann hast du als Geschenk, ach naja, komm hier, habt ihr nochmal tausende von diesen komischen Kebab-Spießleuten. So, ja, weiß ich nicht. Das, nun ja. Und ich hätte mir gewünscht am Ende, diese Map-Jagd, ich weiß, wir haben dann die Teleporter finden können, das ist nice to have. Aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir wieder irgendwas finden, naja, was eben wieder auf die Lore einzahlt. Weißt du, wo wir wieder ein bisschen was über die Vergangenheit lernen oder sonst, ne, irgendwas. Vielleicht über Cassandra und bla, darüber vielleicht, wie die entstanden ist oder, gut, da haben wir schon gelernt, das war eher so ein bisschen Geheimprojekt. Aber vielleicht, dass wir einfach noch ein bisschen so Geschichte lernen von Magallan. Das hätte ich mir gewünscht. Oder wieder irgendwas Geheimes offenbart wird, was mit irgendwas auf sich hat. Ja, und dann bei den Skynes wusste ich auch nicht genau, wie viele Wissenschaftler hat der alte Mann eigentlich geschickt. Weil so viele wie es Skyans gibt, wo kommen die alle her? Also gerade die humanoiden Skyans, das sind doch nicht alles Wissenschaftler, das ist alles, manche Sachen waren halt sehr an den Haaren herbeigezogen. Und auch das, und dann noch diese Szene mit dem Sohn. Entschuldigung. Ich musste daran denken. Es war mindestens genauso mitreißend. Es war einfach so, weiß ich nicht. Egal, ich freue mich trotzdem auf den nächsten Teil. Freue mich sehr drauf. Jetzt einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs lange dabei bleiben und alle 10 Leute, die noch dabei sind. Und mal gucken. Ich werde versuchen, erstmal ein bisschen um Open World Games rumzutingeln. Ja? Das heißt, ich weiß noch nicht genau, wann es hier weitergeht. Ich brauche momentan, es waren so viele Open World Games in letzter Zeit. Ich brauche erstmal ein paar kurze, knackige Games. Und leider gibt es das bei Rollenspielen aktuell nicht. Das heißt, ich würde vielleicht eine kleine Auszeit nehmen hier auf dem Channel. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Spätestens zu Elex3 bin ich wieder da und ich vermute mal, aber früher schon. Gehe ich mal ganz stark von aus. Aber ich muss erstmal jetzt auch Horizon machen. Da kommt noch einiges zusammen. Und ich habe momentan ein bisschen die Schnauze voll von Open World. Weil viele Open-World-Dinger in diese To-Do-List-Mentalität gehen, so. Ne, mit diesem Abhaken. Du musst noch dies machen, das machen, das machen, das machen, das machen, das machen. Und das ist so, es war zu viel letzte Zeit. Es war einfach zu viel. Deswegen nicht böse sein, ja, ich bemühe mich. Und bis hoffentlich bald wieder. Und ja, notfalls auf dem Hauptchannel läuft ja immer was. So, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V, ich bin raus, euer Klaus. Gehabt euch wohl. Tschüss.